Rund 200.000 Quadratmeter Mittelalter pur. Mehr als die Hälfte der Marktbewohner, die aktiv an diesem Spektakel mitwirken. 100 Lager, mehr als 60 Künstler und Vieranten, 35 engagierte Vereine und das alles für ein Mittelalterfest, das zwar nur alle 4 Jahre stattfindet, heuer aber Markterhebung vor 600 Jahren feiert und in seinem 30. Jahr schöner und größer ist als jemals zuvor. Herzlich willkommen in Arnsdorf auf Heller und Bade. Prächtige Gewandungen, edle Rittersleut und holde Burgfräulein, Bettler und Hexen, Waschweib und Schmied. Mitten in Niederbayern wird der Zeit zwischen 1100 und 1700 in all seinen Facetten an einem Wochenende im Juni wieder Leben eingehaucht, wie es anderswo so kaum zu finden ist. Ein ganzer Ort dem Mittelalterfieber verfallen. Doch bis zum eigentlichen Höhepunkt vergehen fast 1,5 Jahre an Vorbereitungen, weiß der Marktkamerer nur allzu gut. Wir sperren den ganzen Ortskern, wir beziehen das obere Schloss mit ein. Wir haben eine Veranstaltungsfläche von 200.000 Quadratmetern und unsere Vereine sind auch eingebunden. Wir haben es gezählt, es sind 3.000 Bürgerinnen und Bürger, die irgendwie am Fest beteiligt sind. Und das kann man nicht alle 1-2 Jahre auf die Beine stellen, da braucht man schon ein bisschen Pause. Ein Fest, das seinen historischen Ursprung im Jahr 1419 findet. Damals nämlich verlieh Herzog Heinrich der Reiche von Niederbayern Landshut Arnsdorf die Marktrechte. Nicht seitdem, aber immerhin seit 1989 wird genau dem in Form des Mittelalterspektakels gedacht. Ganz getreu dem Motto, alles während den Anfängen. Also 89 und 92 war es nur ein kleiner Markt. Da glaube ich, hat es nicht mehr einen Festzug gegeben. Und dann ab 95 ist es erst ein richtiges Spektakel geworden, weil da haben wir eine 850-Jahr-Feier gehabt. Da haben wir dann auch den ersten Festzug gemacht. Und dann ist es immer gewachsen und gewachsen. Dann haben wir dann Turnierritter gehabt. Und also so wie es heute ist, ist eigentlich ein Rekord. Nicht nur in Sachen Wetter, das im Jubiläumsjahr nicht besser hätte sein können. Und auch die Teilnehmer, wir haben allein im Zug 1221 Fußgruppen gehabt, 15 Gespanne und 60 Reiter. Also das allein ist schon ein Rekord und die Besucherzahlen. Die kommen von weit her, teilweise nach München. Auch unsere Partnerstadt aus Ebar ist mit einer Delegation hier. Und es kommen ja die Fahnenschwinger aus der Toskana alle 4 Jahre wieder zu uns. Die sind heuer das dritte Mal da mit fast 40 Personen. Das ist schön, so ein internationales Fest auf die Bühne zu stellen. Bei dem Mitwirkende wie Besucher tief ins Mittelalter im Lagerleben rund ums obere Schloss eintauchen, bunten Treiben entlang des Marktplatzes frönen oder Ritter bei ihren Schwert- und Lanzenkämpfen zuschauen können. Die Gründe, warum sie die Zeit von Pest, Kreuzzug und Hofnarren so lieben, sind dabei so unterschiedlich wie die Rollen, in die sie hineinschlüpfen. Ich bin mit dem groß geworden, eigentlich von meinen Eltern her schon. Und das macht es halt einfach ja, so ursprünglich für mich, weil, es halt, weil ich mit dem schon aufgewachsen bin. Ich sitze den ganzen Tag im Büro drinnen und dann Wochenende raus, Zelt aufbauen, anders Gewand einschlürfen. Und das ist einfach immer eine nette Freundetreffer. Das ist super. Das ist wie früher einfach. Da ist noch jeder, gibt es keinen, ach, ich mache mein eigenes Ding da packt jeder zusammen. Das ist eine große Gemeinschaft. Das ist das Schöne. Und eben die wird in Arnsdorf tatsächlich besonders groß geschrieben. Denn hier sind die mitwirkenden Bürger eben die Hauptattraktion des 3-tägigen Mittelalterspektakels. Das macht das Ganze so einzigartig. Ich war eigentlich bei den ersten Feste mit dabei und es wird immer größer, immer schöner. Also immer weiter so, einfach weiter so. Das Arnsdorf alle 4 Jahre, das ist einfach der Hammer. Die Leute, die was da sind und einfach... Die Stimmung ist super. Ich finde es eigentlich ganz cool, ja. Also es geht eigentlich nicht schöner, weil wir haben perfektes Wetter gehabt. Einmal hat es geregnet, das hat ein bisschen abgekühlt dann. Also war eigentlich hervorragend, so wie es jetzt gelaufen ist. Und auch, weil die Leute lustig drauf sind und es ist super schön. Dieses Jahr ist überwältigend. Warum? Ja, so viele Leute und so viele Darsteller. Also ist wirklich toll, wirklich schön. Also ich wünsche dir, dass das weiterhin so bleiben würde.